Ich heiße Andreas Mayer, bin Geschäftsführer der polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes. Cybermobbing ist Bestandteil der Gewaltprävention der polizeilichen Kriminalprävention. Wir haben das als eigenes Aufgabenfeld aufgenommen in unser Handlungsspektrum, aber auch Medienpädagogen beispielsweise sind mit dem Thema an den Schulen unterwegs, um darüber aufzuklären. Opfer erfahren durch dieses Herstellen einer unbestimmten Öffentlichkeit eine zusätzliche Demütigung. Und dadurch sind Opfer natürlich auch stärker geschädigt, wenn man so sagen will. Also sprich, sie sind frustriert, sie nehmen wahr, dass sie hier von einer Vielzahl von Personen vor den Augen aller beleidigt, gemobbt werden, dass hier unter Umständen es auch zu körperlichen Übergriffen kommt, die dann via Handy gefilmt werden und dann ins Netz gestellt werden, beispielsweise, aber das sind dann eher die seltenen Fälle. Und diese zusätzliche Demütigung führt dazu, dass diese Opfer auch richtig krank werden. Körperlich, seelisch, die fallen dann richtig aus. Für uns aus polizeilicher Sicht insofern auch gefährlich, weil Opfer, die schon einen längeren Leidensweg durchlaufen, hier besonders gefährdet sind, Depressionen zu entwickeln und daraus resultierend wiederum verstärkt Suizidgedanken haben. Wenn man das feststellt, dass man gemobbt wird, ist eine Reaktionsmöglichkeit, sich an die Betreiber der sozialen Netzwerke zu wenden. Das ist auch das, was wir als polizeiliche Kriminalprävention empfehlen. Die Provider sind sehr kooperativ, das heißt, dass alle beleidigenden Inhalte in einem Netz oder alle kompromittierenden Bilder oder Videoaufnahmen, dass die dann auch vom Provider sofort vom Netz genommen werden. Bei uns kommt dann noch natürlich die Aufgabe dazu, möglicherweise Straftaten, die in diesem Zusammenhang passieren, zu verfolgen. Das sind dann oftmals Tatbestände wie Beleidigung, üble Nachrede, Verleumdung, aber dann auch, wie gesagt, Bilder oder Videoaufnahmen von Personen, die nicht mit ihrem Einverständnis ins Netz gestellt werden. Da haben wir dann urheberrechtliche Verstöße vorliegen, die wir verfolgen. Das heißt für die Polizei, wir versuchen diese Dinge dann auch zu sichern, bevor wir sie aus dem Netz nehmen. Das heißt, E-Mails oder SMS sollen auch von den Opfern gespeichert werden. Bilder, Videoaufnahmen sollen gespeichert werden. Eventuell soll man auch von seinem Bildschirm einen Screenshot machen, um dann diese Dinge der Polizei für die Verfolgung der einzelnen Straftaten zur Verfügung zu stellen. Danach kann man an den Provider herantreten und die Dinge vom Netz entfernen lassen. Wenn ein Kind oder ein Jugendlicher schon Schaden genommen hat, also gesundheitlich beeinträchtigt ist, dass es das Kind beispielsweise nicht mehr in die Schule gehen kann, hier immer häufigere Fehlzeiten aufgewiesen hat in der Vergangenheit oder dann auch körperlich verletzt worden ist durch solche Mobbing-Attacken, was hin und wieder in Einzelfällen auch vorkommt. Also da empfehlen wir spätestens dann die Polizei einzuschalten, weil da ist aus unserer Sicht eine Grenze überschritten, die nicht mehr toleriert werden kann. Sobald die Polizei auf den Plan tritt und wegen Mobbingvorwürfen ermittelt und hier einschlägige Straftatbestände verfolgt, sind wir immer wieder mal mit der Aussage konfrontiert, ja, das machen doch alle so. Das ist zumindest das Empfinden der Schülerinnen und Schüler untereinander. Und die Polizei klärt dann auf, was Straftaten sind und wo die Grenzen überschritten wurden. Und dabei gibt es oftmals lange Gesichter, also weil die Sachverhalte einfach von den Jugendlichen selbst so überhaupt nicht eingeschätzt wurden. Den Tätern drohen außer den strafrechtlichen Konsequenzen, die sich im überschaubaren Rahmen halten dürften, zumindest bei den Ersttätern, drohen denen auch Nebenstrafen, wenn ich es mal so nennen darf.
Beispielsweise beschlagnahmt die Polizei dann auch die Tatmittel, mit denen hier jemand Cybermobbing begangen hat. Sprich, da wird der heimische PC wird sichergestellt und eingezogen, also nicht mehr herausgegeben. Genauso möglicherweise das Smartphone. Und das ist natürlich schon ein Punkt, wo man einem Täter wehtun kann. Darüber hinaus besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass die Schule Konsequenzen zieht und hier schulrechtliche Maßnahmen gegen einen Täter trifft. Gar nicht sollte man eigentlich verdeckt oder versteckt seine Kinder kontrollieren. Das könnte zu einem Vertrauensbruch führen. Und da gibt es zwischenzeitlich auch Kinder und Jugendliche, die haben einen offiziellen Facebook-Auftritt, wo sie genau wissen, da schauen auch meine Eltern hin und wieder drauf. Und dann haben sie noch einen zweiten, mit dem sie dann ganz anders mit ihren Gleichaltrigen kommunizieren. Die Polizei betreibt auch Aufklärungsarbeit bei den Eltern auf Elternabenden und dann auch bei Lehrerfortbildungen beispielsweise, damit diese Zielgruppen dieses Phänomen Cybermobbing richtig einschätzen können und dann auch die richtigen Entscheidungen und Maßnahmen treffen.